Hallo Leute und willkommen zurück zu Kingdoms of Amalur im Gespräch mit Agarth. Ja, jetzt können wir sagen, was ist ein Schicksalsweber? Hughes hat mich zu euch geschickt oder im Turm gibt es Probleme? Das weiß ich schon seit langer Zeit, glaubt mir. Niemand kann das Schicksal ändern. Der arme alte Fomerus Hughes, er hat immer respektiert, wie die Welt funktioniert. Es ist traurig, dass er inzwischen vermutlich bereits tot ist. Ihr Augen. Was wisst ihr über Hughes? Als er seine Experimente hier begann, fragte er mich, ob sie jemals erfolgreich sein würden. Die Karten verrieten mir, dass der Seelenquell funktionieren würde. Sie sagten allerdings auch, dass der Tag dieses Erfolgs auch der Tag sein würde, an dem Hughes stirbt. Der alte Mann hat es ziemlich gut aufgenommen, um ehrlich zu sein, auch wenn wir anschließend einiges getrunken haben. Okay, könnt ihr mir helfen? Ich bin in dem Turm aufgewacht. Keine Sorge, ich war auch tot. Na, fragen wir mal, ob er uns helfen kann. Aber ich schätze, ein klein wenig könnte ich euch wohl doch helfen. Im Andenken an Hughes oder zur Feier seines Erfolges, sucht es euch aus. Okay, großer Trank der Lebensregeneration und Mana-Regeneration bekommen. Ich bin in den Turm aufgewacht. Euch? Dann seid ihr es also. Aber das bedeutet... Jetzt ergibt das alles einen Sinn. Die Karten heute Morgen. Ich habe den Totengräber, den Fliehenden und die Bestie gezogen. Macht euch bereit. Sie kommen. Ach nö. Ja, toll. Hier noch wünscht deinen Tod. Knie vor noch nieder. Führe Spezialangriffe aus und besiege den Gegner, um Fäden der Schicksalsenergie zu sammeln. Drücke Arm fortzufahren. Okay. Ja. Wenn deine Schicksalsleiste voll ist, posiert das Schicksalssymbol. Dann kannst du deine Schicksalsenergie nutzen, um den Abrechnungsmodus zu aktivieren. Ja, die Frage ist mal, wie ich das alles mache. So wie gerade eben halt. Im Abrechnungsmodus sind deine Geschwindigkeit und Angriffskraft deutlich erhöht. Er bleibt aktiviert, bis deine Schicksalsleiste leer ist oder du einen Gegner per Schicksalsbrecher erledigst. Halte LT und RT gedrückt, um die Macht des Schicksals zu nutzen und jetzt den Abrechnungsmodus zu aktivieren. Ich habe noch nie einen Sterblichen getötet. Wenn du Gegner im Abrechnungsmodus besiegst, beginnen ihre Schicksale sich aufzulösen. Okay. Ja, weiter. Reagiere. Weg. Du hast nur noch wenig Mana. Bewege dich nah an einen Gegner heran, dessen Schicksal sich auflöst und drücke Arm, einen Schicksalsbrecher auszuführen. Du verbrauchst dabei deine verbliebene Schicksalsenergie, um alle Gegner, deren Schicksale sich auflösen, zu vernichten und erhältst Erfahrungsboni. Das ist mir gerade ein bisschen zu kompliziert, aber ich komme bestimmt noch irgendwann rein. Und vor allem... Yeah, okay. Krass. Wow, okay. Alles klar. Kannst du... Okay. Das läuft gut. Der hängt jetzt da so in der Wand drin und die anderen sind auch tot. Das... Okay. Okay. So... Ja. Was? Wie? Was seid ihr? Die Fäden des Schicksals. Ich sehe sie ja nicht zum ersten Mal. Aber ich habe noch nie erlebt, dass jemand sie derart beeinflusst. Ihr habt gerade einfach den Ablauf der Welt verändert. Wie habt ihr das gemacht? Weiß auch nicht. Ich sollte halt YX und was weiß ich was drücken. Ich habe es einfach getan. Hat der Quell das verursacht? Ihr habt es einfach... Das Schicksal ist der Wille der Götter. Keine Sterbliche sollte in der Lage sein, es zu verändern. Wie ist das überhaupt möglich? Na, er ist voll sauer. Kommt her. Ich werde euer Schicksal lesen. Ihr mögt vielleicht fähig sein, die Fäden zu verändern, aber das Schicksal wird dennoch Pläne mit euch haben. Und falls ich euren Tod sehe,
verspreche ich euch, nichts davon zu erzählen. Wieso denn nicht? Wenn du es sowieso schon weißt, seht ihr immer den Tod voraus, darum schickte mich Hughes lieber nicht. Es ist eine Gabe. Manche Leute malen Landschaften, andere schreiben Gedichte. Und ich blicke eben in das Gewebe des Schicksals und sehe Leute sterben. Mhm. Das nehme ich an. Er war zwar ein Wissenschaftler, aber er hatte den nötigen Respekt vor den Plänen des Schicksals. Im Gegensatz zu den meisten anderen Gnomen. Na schön, zeigt mir mein Schicksal. Ihr seid nervös. Entspannt euch. Wir Schicksalsweber machen so etwas häufiger. Ich werde sehen können, welchen Platz ihr im Muster des Schicksals einnehmt. Wer ihr seid, was ihr getan habt, wohin euch euer Weg führen wird. Oder zumindest sollte ich es sehen. Ihr seid doch real, oder? Ich schwöre, so betrunken bin ich nicht. Ihr seht mein Schicksal nicht? Ich bin real, ihr seid doch betrunken. Es ist immer schwierig, das Gewebe des Schicksals zu deuten. Es ist ständig in Bewegung. Manchmal ist es schwer zu erkennen, aber es ist zweifelsohne da. Eures allerdings fehlt. Das ergibt keinen Sinn. Alle sterblichen Wesen haben einen Platz im Muster. Und auch ihr solltet einen haben, ob ihr nun tot seid oder nicht. Wenn es wahr ist. Und damit sage ich nicht, dass ich das glaube. Dann könnt ihr euren Weg selbst bestimmen. Mhm. Schicksale. Aha, Schicksalslose. Als kürzlich wiederbelebter ist dein Schicksal noch ungeschrieben und du selbst hast die Macht, es nach deinen Vorstellungen zu schmieden. Akolythin. Als Akolys hast du dich dem Arkan und der Meisterschaft der Elementarkräfte verschrieben. Du bevorzugst es, deine Gegner mit roher Magie zu vernichten, statt durch primitive oder profane Methoden. Zänkerin, dieses Schicksal macht dich zu einem respekteinflößenden Nahkämpfer. Du kannst eine Menge einstecken und für gewöhnlich ist es für dich effizienter, Angriffe zu blocken oder hinzunehmen, als ihnen auszuweichen. Schurken, im Gegensatz zu den meisten Kriegern, Amalus bevorzugt Schurkenangriffe aus sicherer Entfernung. Hinterhalte oder weniger ehrenhafte Arten des Kampfes. Als Schurke schleichst du dich an deinen Gegner an, weichst ihren Hieben aus und tränkst deine Waffen in Gift, um dir einen Vorteil zu verschaffen. Macht, was kommt dann hier? Das macht einen noch irgendwie effektiver. Okay, dank ihrer ausgeklügelten Taktik und raffinierten Ausdruck bleiben, kann man das dann, die Frage ist, muss ich jetzt eines wählen für immer? Sodass ich da immer Stufe auf... Komm, erfolgreiche Schurken bezeichnen sich gerne als Jäger, fälliger Beute, Verstohlenheit, Fernangriff und zielsicheres Treffen auf anatomische Schwachstellen lassen sich häufiger kritischen. Naja, ich möchte ja gerne eine... Oh, Assassine ist bestimmt auch cool. Assassine vertraut auf seine Treffsicherheit, seine geschickten Ausweichmanöver, seine tödlichen Gifte und seine Beweglichkeit. Letzterer ermöglicht ihm, sich unbemerkt an tödliche Gefahren anzuschleichen und sich lautlos vor ihnen davon zu stehlen. Diese spielerische Leichtigkeit und mühelose Anmut macht den Assassin zu einem wahren Aristokraten des Todes. Ah, und hier unten sieht man dann auch noch die Prozente. Nachtklinge. Gehört das jetzt alles zu einem? Das ist doch Raffinesse. Gehört das zu Schurken? Ich weiß es gerade nicht. Und das ist natürlich auch cool, dass man halt den Wiederbelebten so nach seinen Formen einfach machen kann. So ein bisschen Magie, ein bisschen Fernkampf, das finde ich natürlich auch gar nicht schlecht. Anforderung, Raffinesse, Kraft, Macht. Also einfach nur eine reine Magierin will ich eigentlich nicht nehmen. Den Senker glaube ich auch nicht. Ich glaube, Schurke ist schon eigentlich das Richtige für mich. Auch wenn das so mit Gift und so nicht so ganz meins ist. Aber ich blicke hier das mit den unteren noch nicht durch, wenn das halt später kommt. Das ist jetzt Rang 2, Rang 3. Als Wächter verursachst du mit Fern- und Nahkämpfwaffen zu dir Schaden. Außerdem landest du... ich habe keine Ahnung. Ich muss jetzt eins von den oberen wählen, hoffe aber, dass ich das später auch immer mal so ein bisschen ummodeln kann. Mach's einfach mal. Was hat das zu bedeuten? Es könnte gar nichts bedeuten. Oder auch alles. Die Welt verändert sich. Ihr müsst ein Zeichen dieser Veränderung sein. Oder vielleicht auch ihre Ursache. Ich hatte noch nie einen Grund, an meinen Deutungen zu zweifeln. Aber wir sollten uns mit Aden beraten. Er ist zwar kein Freund, hat aber ein gutes Auge für das Gewebe. Wir treffen uns bei seiner Hütte östlich von hier. Ich sehe noch nach, ob ich den Verletzten im Turm vielleicht irgendwie helfen kann. Stimmt mein Schicksal nicht? Genau das ist die Frage, Kleine.
Ich weiß nicht, ob ihr überhaupt eines besitzt, aber deshalb besuchen wir ja auch Aden. Er lebt in einer kleinen Hütte im Osten, in Jolvan. Wir treffen uns dort. Mhm, Agard. Einst war ich Agard, der Unbeugsame, die Klinge von Avgrun. Ich habe die Kolossuspriesterin niedergerungen und die Ritterschaft ausgeschlagen, die mir der Hochkönig der Feien anbot. Ich war ein Held der Menschen. Doch das genügte mir nicht. Ich schloss mich den Schicksalswebern an, um einen Weg zu finden, die Vorsehung selbst zu bezwingen. Ich musste allerdings erkennen, dass sie das Einzige war, was ich nicht bekämpfen konnte. Ihr findet Ardens kleine Karte mitten in Jolvan. Er musste dorthin ziehen, nachdem er aus dem Dorf gejagt wurde. Er ist ein verdammt guter Schicksalsweber, aber man macht sich dadurch nicht unbedingt beliebt. Vor allem nicht in dunklen Zeiten wie diesen. Ich habe immer Angst, dass ich dasselbe irgendwie schon mal gehört habe. Hughes war schon immer ein seltsamer Kerl. Natürlich war er ebenso neugierig und entschlossen wie alle anderen seines Volkes auch. Er konnte ununterbrochen über seine Arbeit reden. Aber er wusste auch immer, was wirklich wichtig ist. Er hatte keine Angst vor dem Tod, solange er sich nur sicher sein konnte, dass der Quell funktioniert. Und er hat funktioniert. Das ist aber blöd, dass wir den zurückgelassen haben. Wir alle sind Fäden im Gewebe des Schicksals. Abgemessen, eingewoben und zurechtgeschnitten, um in einen Gesamtentwurf zu passen. Die Aufgabe der Schicksalsweber ist es, diese Fäden zu deuten. Unser Titel war immer eine grausame Lüge. Denn wir haben keinerlei Kontrolle darüber, welche Form das Gewebe annimmt. Ihr jedoch schon. Und wenn ein Schicksalsweber euren Platz im Gewebe betrachtet, dann sieht er nur die Umrisse dessen, wozu euch eure Entscheidungen machen könnten. Was könnte das alles nur bedeuten? Ich weiß es nicht, aber ich mag ihn. Er ist irgendwie so sympathisch, finde ich. Hier mit seinen Karten und seinem kleinen Lager und so. Ist doch ganz nett hier. Ja, gekämpft haben wir auch schon. Wo geht's denn jetzt mal lang? Komme ich da nicht her? Nee, ich glaube, hier komme ich nicht her. Ich kann hier schon wieder irgendwelche Sachen ernten. Ich laufe mal erstmal weiter. Was ist denn da hinten? Oder ist das unser alter Schrein? Nee, hier kommen wir doch her. Ist doch unser... Ja... Mhm. Nee, ich muss da lang. Lauf mal schneller. Kleiner Alexis. Da ist auch noch was, was wir nicht entdeckt hatten, aber hier diese roten, die will ich aber auch einsammeln. Glutaugen nennen die sich. Und hier, den können wir auch noch... Weichkrabbelpulver. Was für ein Pulver? Weichkrabbelpulver. Okay. So, dann laufen wir hier mal weiter. Das ist nämlich unser Weg. Damit wir noch ein bisschen hier was geschafft haben im Spiel. Du hast einen Wissensstein entdeckt. In allen Liedern, allen Sagen gibt es viele große Taten. Doch größer als die ihren nicht. Olaine, die Reine, die Lady des Lichts. Ritterin des goldenen Astes. Heilungssuchende. Gewissen der Sommerfeien. Herz des Frühlings. Des Tags. So ihre Weihen. Was auch immer das jetzt gerade war. Aber es war cool. Irgendwie so ein Stein halt, der singt, ne? Einfach mal so ein bisschen Stein, der singt. Was mit ihm hier? Den Ochsen, den Stier, den lassen wir... Der tut uns ja nichts. Aber wir können ja hier die Blumen mal holen. Nabholzbaum. Whatever. Oh, guck mal hier. Hallo. Bock, 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 bock. Hallo. Ja, okay. Ich lasse mich gerne auch mal von Kleinigkeiten ablenken. Einfach mal alles mitnehmen. Oh, das sieht nach einem Dorf oder so aus. Oh, Darath. Das ist schön. Ich mach mal wieder ein Screenie. So. Tretet einfach alle zurück. Der Dorfvogt kann nicht arbeiten, wenn ihr euch so zusammendrängt. Geht wieder euren eigenen Angelegenheiten nach. Na los! Nee, was ist denn hier los? Hallo.
Die Zugehörigkeit zu einem Volk ist mir gleichgültig. Es ist immer tragisch, wenn jemand derart angefallen wird. Seht euch die arme Kreatur nur an. Sie wurde fast totgeprügelt. Die Feien mögen seltsam sein, aber so etwas haben sie mit Sicherheit nicht verdient. Wer bist denn du? Sie wurde anscheinend mit irgendeiner kurzen Klinge angegriffen. Wahrscheinlich mit einem Dolch, obwohl ich das unmöglich mit Sicherheit sagen kann. Die Leute standen einfach daneben, als sie um Hilfe gerufen hat. Keiner hat einen Finger gerührt. Könnt ihr euch das vorstellen? Es ist eine Schande, jemand anderen so zu behandeln, auch wenn er zu den Feien gehört. Ich weiß nicht, ob unser Können ausreicht, um so eine Wunde zu behandeln. Ich weiß offen gestanden nicht mal, ob mir das bei einem Sterblichen gelänge. Ich wollte auch eigentlich mit ihr reden, aber irgendwie habe ich dann angefangen, mit den Kerlen hier zu reden, wie das halt auch gerne mal so ist. Wer hat das Mädchen angegriffen? Das ist schwer zu sagen. Wir wurden tagelang von der Roten Legion heimgesucht, aber die greift die Feien normalerweise nicht an. Sie bevorzugt sterbliche Opfer. Falls ihr es noch nicht wisst, in den Wäldern im Westen wurden Tuatha gesichtet. Das wäre eine weitere Möglichkeit. Allerdings eine unwahrscheinliche. Ich möchte helfen. Nun, da seid ihr die Einzige. Nach all den Problemen, mit denen wir hier zu kämpfen hatten, haben die Leute keine Kraft mehr und ignorieren lieber alles. Ich möchte einen Vorschlag machen, der etwas ungewöhnlich ist. Es gibt da eine Feier namens Eri. Sie verbringt ihre Tage auf dem Hügel über dem Dorf. Bittet um ihre Hilfe. Ich würde es ja selbst machen, aber ich bin ein Feigling. So einfach ist das. Vielleicht weiß eine Feier, wie man eine Feier heilt. Falls nicht, stehen wir wieder am Anfang. Okay, wo finde ich Eri? Sie verbringt ihre Tage auf dem Hügel über dem Dorf. Sie glaubt, wir sind uns ihrer Anwesenheit nicht bewusst, aber das sind wir sehr wohl. Dieses Gestöhne die ganze Zeit. Ich habe einen Großteil meines Lebens im Umgang mit ihnen verbracht, aber sie sind nicht wie wir. Nicht in ihrem Innersten. Sie wissen nicht, was es heißt, ein Mann zu sein und seinen Schweiß zu vergießen, um seine Familie zu ernähren. Ja. Goahard ist zu einer Art Zuflucht für all jene Siedler geworden, die ein Leben frei von den Feien führen wollen. Aber ich glaube nicht, dass es von Dauer sein wird. Nicht mit dem Krieg, nicht bei all diesen Veränderungen. Goahard. Wir bewahren einen brüchigen Frieden mit dem Hof des Sommers, der jedoch täglich auf die Probe gestellt wird. Ich liege nachts wach und mache mir Gedanken, welche Katastrophe mich wohl am nächsten Morgen erwartet. Aber wir sind eine Gemeinschaft guter Leute. Natürlich gibt es auch unter uns Eigenbrötler, aber wir arbeiten hart und führen ein friedvolles Leben. Etwas Besseres kann man dieser Tage einfach nicht tun. Ja, der Typ steht die ganze Zeit vor dem anderen. Wer ist denn Herr Artwold? Ich bin der Dorfvogt von Goahard. Und zwar ein ziemlich erbärmlicher. Ach, Quatsch. Ich kam erst vor einem halben Jahr aus dem Krieg zurück und bin seit nicht einmal 2 Monaten Dorfvogt. Und schon habe ich eine verletzte Feier auf meiner Türschwelle. Ich bin eine Schande. Mach dich mal nicht so fertig. Ich bin ja jetzt da und so, ne? Der als Hof des Sommers bekannte Stamm besteht aus friedlichen Feien. Sie werden von einem König angeführt, der, verborgen vor den Augen Sterblicher, in einer weit entfernten Stadt regiert. Das ist alles, was ich weiß. Kaum mehr als Gerüchte und Geschichten aus meiner Kindheit. Ja, während wir hier quatschen, stöhnt und... Dann auf bald. Geht's ihr richtig scheiße? Kann ich mal hier mit ihr reden? Nein, nicht mit ihm reden. Mit ihr. Kann man mit ihr nicht reden? Ich will ja nicht mit dem Typen reden schon wieder. Ja, dann musst du da unten liegen bleiben. Es tut mir leid. Ich würde ja mit dir reden, aber ich kann nicht. Jede Hilfe ist mehr als willkommen. Es geht dir nicht besonders gut. Ich weiß. Das weiß ich doch. Deswegen. Ich hoffe, ihr bleibt ein wenig im Dorf. Ja. Ich schaue mich mal um, weil ich will ja hier so richtig schöne Klamotten. Ist doch wohl klar, reden mit Wache. Hallo. Diese Deda Jolfred hat ein nettes Lächeln. Und außerdem hat sie so ziemlich die besten Preise hier draußen im Westen. Gehen wir mal rein. In den Gasthof. In Gasthofen ist nämlich auch immer schön. Hi, Leute. Ich bin neu hier. Bin so eine Robo-Frau, Elfe, die irgendwie aus einem Seelenquell entstanden ist. Nehmt euch im Wald in Acht.
Nehmt euch einen Stuhl, Fremde. Wir haben nicht viel, aber das, was wir haben, reißt euch kein Loch in die Tasche. Seid ihr wegen dieses Feinmädchens hier, das sie da draußen gefunden haben? Dieser Charakter bietet Dienstleistungen an. Rufe das entsprechende Menü auf, in dem du drückst. Deda, Feier, Gasthof zu Gorhard, Kristallkrieg. Da gibt es nicht viel zu erzählen. Ich bin nur ein einfaches Bauernmädchen aus den Eratel-Ebenen. Ich verließ mein Zuhause, als ich noch ein Mädchen war, und bin nach Westen gereist. Und dann bin ich hier in Gorhard gelandet. Mhm. Sie sind eine gewaltige Hügellandschaft östlich von hier, nahe der Küste. Wenn ihr den Krieg unterstützen wollt, solltet ihr dorthin gehen. Die Alpha brauchen jegliche Hilfe, die sie kriegen können. Ach, Krieg und so. Wir sind eher so der Rumstreicher-Typ. Ich weiß nur, was ich von anderen gehört habe. Sie sagen, das schöne Volk verfüge über mächtige Naturmagie. Was mit ihm denn? Das würde auch die Schönheit dieser Wälder erklären. Na hallo, hier kann man was zu trinken. Ich arbeite hier, seit ich ein kleines Mädchen war. Arnik betreibt ein ehrliches Geschäft. Und Ugna behandelt mich wie eine Tochter, auch wenn er nicht besonders viel redet. Wenn ihr eine Heilerin braucht, könnt ihr euch an Katrin wenden. Ihr findet sie in einem der Zimmer im oberen Stock. Sie ist eine Alpha, aber das kann man ihr wohl kaum zum Vorwurf machen. Ist okay, ich bin da recht freundlich gegenüber Andersartigen. Es ist ein ebenso guter Ort wie jeder andere auch, schätze ich. Die Feinen sind zwar merkwürdig, aber sie lassen uns hier unten meist in Ruhe. Sorgen macht mir eher Nana Henry, die unheimliche alte Alchemistin. Und dann können wir hier bei ihr einkaufen. Was denn so zum Beispiel? Wir können Waffen einkaufen, aber da würde ich ja eher woanders erstmal hingehen. Was ist denn jetzt hier was? Okay, kostet alles hier über 5000, was weiß ich, und wir haben gerade mal 330. Oder was? Nee, das ist das, doch, das ist der Preis. Und keine Ahnung. Auf bald. Bis dann. Tschüss. Wohlan. Dann gehen wir mal hier rüber. Ist hier jemand? Können wir hier was mitnehmen? Und werden dann angeschnauzt. Plündern, Bücherregal. Oh oh. Habe ich jetzt eigentlich nicht vor, weil ich auch nicht glaube, dass wir das jetzt hier wirklich brauchen. Nicht, dass wir Ärger kriegen. Ich bin ja erst die Neue hier. Nehmt euch im Wald in Acht. Der hat kein... Nein, der stützt sich hier nur an. Ich dachte, der hat kein Bein. Mit dem Typen hier. So, hi. Die Zeiten sind schwer. Doch schwere Zeiten können lohnend sein, wenn man kein Risiko scheut. Wenn ihr das Schwert und den Mumm für Arbeit wie diese habt, könnten wir bei den Kriegsgeweihten einen weiteren starken Arm brauchen. Nö. Erzählt mir von den Kriegsgeweihten. Manch einer versucht vielleicht, es mit schmucken Worten zu beschönigen. Doch wir sind Söldner. Die Besten in diesen Landen. Ihr werdet erkennen, dass jene, die den Eid geleistet haben, in ganz Amalur höchsten Respekt genießen. Ich denke darüber nach. Denkt, so ihr denn müsst. Wenn ich nicht hier bin, könntet ihr euer Glück beim alten Tine in der Schildringfeste auch ohne meine Empfehlung versuchen. Er hat immer Arbeit. Mhm. Gut. Es ist ziemlich friedlich, wenn einem Ruhe und Frieden gefallen. Hier und da ein paar Probleme mit Banditen und Schurken. Dann rufen sie mich. Wir sind Kämpfer, die sich anheuern lassen. Niemand kennt sich mit Stahl besser aus als wir, ob es nun darum geht, ihn zu schwingen oder ihn zu formen. Und niemand genießt größeres Ansehen. Naja, ihr seid so toll. Das bin ich. Ich war schon ein Kriegsgeweihter, als ihr noch nicht mal geboren wart. Und bin schon beinahe ebenso lang eine Eidkrähe. Vielleicht bin ich ja voll die 200 Jahre alte Elfe. Hallo? Ganz ruhig, Grünschnabel. Verdient euch jetzt erstmal den Aufstieg zur Schildverpflichteten. Dann könnt ihr es nach 5 oder 10 Jahren treuer Dienste vielleicht bis zur Eidklinge schaffen. Oh ja, macht doch euren Kriegsscheiß hier allein. Tschüss. Heute ist ziemlich viel los. Ja. Kann ich hier essen? Reden mit Gorhard Bürger. Hier, die hat mich doch gewarnt. War das die? Ich wünschte, das Dorf läge weiter von Agnur Farhall entfernt. Ihr wisst, dass es dort spukt, oder? Nö. Aber jetzt weiß ich's ja. Hier. Und hallo. Hi. Es ist so still in Gorhard, seit so viele unserer jungen Männer und Frauen in den Krieg gezogen sind. Geh doch nicht weg, ich rede doch mit dir hier. Ich fühle mich nicht gut dabei, eine Feier in Gorhard zu haben. Ob verletzt oder nicht, spielt keine Rolle. Es ist ein böses Omen. Na gut. Ja, was geht's? Dann nicht. Was mit ihm? Habt ihr gehört, dass Nannes Lehrling... Hallo? Hallo?
Ich wollte weiterreden. Wenn mich die Alpha doch nur aufgenommen hätten, dann würde ich jetzt an der Front gegen die Tuata kämpfen und nicht hier auf den Feldern arbeiten. Ach ja, seid doch alle nicht so mürrisch. Die machen Musik, die lassen wir mal. Gehen wir nochmal nach oben. Hier schnell ein bisschen rumluschern. Können wir hier die kaputt machen? Ja. Bisschen Geld sammeln. Was mit ihm? Ihr? Es ist ein beruhigendes Gefühl, die Kriegsgeweihten in der Nähe zu haben. Die Schildringfeste liegt direkt östlich von hier, nur ein kurzes Stück die Straße entlang. Okay. Was ist hier? Plündern, Schreibtisch. Nee. Nee, und dann kann man... Nee, das will ich gar nicht. Ist ja auch rot. Will ich also nicht. Aber ich glaube, hier gab es auch noch mehr zu erkunden. Willkommen in Gorhard. Yeah, Gorhard. Mein neues zweites Zuhause. Ja, die Bücherregale halt, ne? Aber ich fühle mich irgendwie so doof dabei. Ich lese ja eigentlich ganz gerne, aber so... Vielleicht sollte ich nochmal mit denen reden. Was ist? Kommt herein, ruht eure Beine am Feuer aus und ertränkt eure Sorgen in einem Kelch unseres besten Bieres. Ich bin Arnik Arduna und dies ist der berühmte Gasthof zu Gorhard. Ja, wie es hier mit dem hier aussieht, das sehen wir im nächsten Part von Kingdoms of Amalur: Reckoning. Bis dann!